Da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Bitpanda Portfolio Update. Wir starten gleich rein. Audius legt die Woche los mit über 64% im Plus. Open Campus mit über 82% im Plus. Netlist mit über 105% im Plus. Und der Turbo zündet den Turbo mit über 123% Plus in dieser Woche. Kommen wir gleich zu den Top-Verlierern. Da haben wir Jito mit über 21% im Minus. Venom mit über 23% im Minus. Space Falcon mit über 26% im Minus, da ist der Falke abgestürzt. Blue Cell mit über 28% im Minus. Wie sieht es bei mir im Portfolio aus? Ganz gut. Letzte Woche waren wir bei den 44,2, glaube ich, wie ich das Video aufgezeichnet habe. Und danach ist es kurz nochmal ein bisschen runtergegangen und dann richtig los. Also ungefähr 2400 Euro haben wir plus gemacht diese Woche, ein bisschen mehr als 5%. Was habe ich die Woche so getan? Eigentlich nicht viel. Ich habe nur ein bisschen was zusammengeschichtet. Das schauen wir uns gleich in der Übersicht an. Die Spotlights habe ich rüber geswappt, Best Rewards geclaimed, Staking Rewards sind reingekommen. Sonst ist nicht viel passiert. Ein bisschen was von den Staking Rewards habe ich umgeschichtet, von den GRT Staking Rewards. Aber schauen wir uns das Ganze hier in der Portfolio-Gewichtung an, weil da sehen wir das Ganze einfach viel besser. Best halten wir einfach noch, stocken weiter auf, sind gleich bei den 53.000 Best. Macht jetzt mittlerweile schon 63,5% unseres Portfolios aus. Wie gerade eben erwähnt, GRT haben wir ein paar verkauft, wie der Preis noch höher war. Das, was ich über den 20.000 GRT hatte, habe ich rausgenommen und geswappt. Die Spotlights habe ich auch im Best geswappt. Polygon halten wir noch. Polkadot habe ich jetzt keine Staking Rewards rausgenommen. Cosmos auch nicht. Anthos ist jetzt wieder ein bisschen angezogen. Genau, das habe ich fast vergessen. Ein bisschen BTC habe ich auch gekauft. Nach meinem letzten Video, also nach meinem letzten Bitpanda Portfolio Update Video, habe ich ein bisschen was gekauft. Ethereum sind wieder Staking Rewards reingekommen. Haben wir jetzt nichts dazu gekauft. Ist so wieder gestiegen. ETF ist zugelassen worden. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr bullische News für Ethereum. Und wenn Ethereum steigt, dann zieht es auch wieder die Altcoins wieder mit hoch. Also da bin ich echt gespannt, was passiert. Wenn wir es so wie beim Bitcoin ETF war, dann wird die erste Woche so sein, so gar nicht so viel los, und dann die zweite, dritte Woche geht es dann so langsam los und dann sieht man, was das für einen Einfluss hat. Ich bin mal gespannt, wie es sich auswirken wird, aber ich bin positiv gestimmt. Und hier unten könnt ihr euch erinnern, da hatte ich ja lauter kleine Positionen, auch jetzt Bread drinnen und den anderen Spotlight Airdrop, das habe ich alles im Best geswappt. Octavia, wo wir fürs Gewinnspiel was gekauft haben, das habe ich in FetchAI geswappt, und die anderen AI-Positionen habe ich auch in FetchAI geswappt. Aevo habe ich da auch reingeswappt. War auch ein Fail. Gut, war jetzt nicht so tragisch, war nur kleines Geld, das wir da reingesteckt haben. War halt sehr spekulativ. Dafür läuft der Memecoin-Index. 100 Euro, die ich investiert habe in den Memecoin-Index, da sind wir jetzt auf 107,46 Euro. Es hat noch kein Rebalancing stattgefunden. Bin jetzt schon echt gespannt aufs erste Rebalancing und wie das aussehen wird, ob eine Steuer ausgelöst wird oder nicht. Andere Leute haben gesagt, es wird keine Steuer, weil es Krypto-zu-Krypto-Swap ist intern ausgelöst. Wir werden es dann sehen. Aber wir können mal festhalten, momentan performt er nicht schlecht. Mal schauen, ob es so bleibt. Kommen wir zu den Einnahmen. Wie viel habe ich bisher im Mai eingesetzt? Genommen, das sind 275 Euro an Staking Rewards und Dividenden. Einmal Staking Rewards und einmal Best Rewards kommen noch rein. Wenn wir so im Schnitt mit 70 Euro rechnen, dann wird es wirklich knapp werden. Diesmal gehe noch mal in die andere Ansicht. Hier sieht man die Zahlen besser. Also wir haben im April 346 Euro an Staking Rewards und Dividenden eingenommen und wir sind jetzt im Mai bei 275 Euro. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass wir ungefähr 70 Euro einnehmen, dann wären wir bei 345 und 42 Cent. Aber gut, wir wissen ja nicht, wie jetzt die Altcoins performen. Wenn die Altcoins ein bisschen steigen, dann ist ein bisschen mehr. Wenn sie fallen, dann ist ein bisschen weniger. Also es wird wirklich knapp werden, ob wir den April schlagen können jetzt im Mai. Aber wenn, dann wäre es ein sehr gutes Zeichen, weil im April hatten wir eine Ausschüttung mehr als im Mai. Ich bin echt schon gespannt auf das Mai-Ergebnis, und wenn ihr es nicht verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal. Das war es jetzt auch schon mit dem Wochenrückblick. Mehr ist die Woche nicht passiert. Jetzt springen wir in die News. Zuerst mal eine gute News für alle Best VIP 5. Die Kauflimit Orders sind jetzt für euch freigeschalten. Vielleicht ist es euch schon am Anfang des Videos aufgefallen. Hier oben rechts hat man jetzt den Button Kauforders. Hier sieht man auch dann seine aktuellen Kauforders, die man erstellt hat. Wie funktioniert das Ganze? Man kann hier einfach auf neue Kauforder klicken. Oder wenn ihr direkt beim Asset auf Kaufen klickt, dann öffnet sich das normale Trading-Fenster und hier oben könnt ihr jetzt auswählen zwischen Market Order oder Limit Order. Dann wählt man einfach Limit Order aus. Und das ist wirklich super einfach gestaltet. Oben kann man den Zielpreis angeben, also um welchen Preis du die Best kaufen willst, und unten den Kaufbetrag.
Zum Beispiel, wenn wir jetzt rein theoretisch sagen würden, wir glauben, Best dippt jetzt noch einmal auf die 50 Cent, ja, und wir wollen dann 50.000 Best kaufen, dann geben wir ein 0,50 Cent, das ist unser Zielpreis, und wir wollen dann um 25.000 Euro Best kaufen. Hier unten seht ihr dann die 50.000 Best nochmal ganz klein angezeigt, exklusive Gebühren. Gut, wir haben jetzt nicht so viel Guthaben drin, deswegen steht da jetzt zahle Guthaben auf dieses Wallet ein oder wähle eine andere Wallet. Natürlich, wir können jetzt keine andere Wallet wählen, weil wir haben auch nichts auf Schweizer Franken, tschechische Kronen etc. Also man kann mit allen Fiat-Währungen im Moment nur Limit Orders ausführen. Ich hoffe ja, dass irgendwann mal dann die Advanced Limit Orders kommen, wo wir auch so Limit Swaps sozusagen machen können. Das wäre für uns Österreicher sehr, sehr praktisch. Aber gut, wir wissen, sie arbeiten an Advanced Limit Orders. Momentan sind nur die Kauf-Limit Orders freigeschaltet. Also man kann nur zu einem Zielpreis einkaufen. Zu einem Zielpreis verkaufen ist noch nicht verfügbar. Für uns VIP5 auf jeden Fall noch nicht. Aber ich denke mal, das wird alles etappenweise freigeschaltet. Dann, es gibt wieder ein Gewinnspiel. 25 Leute können 1000 Euro in Ethereum gewinnen, wenn man mindestens 50 Euro in ETH auf Bitpanda Stake zwischen dem 24. und dem 31. Mai. Den ganzen Blogartikel packe ich euch wie immer mit allen Links unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr auch dann die Teilnahmebedingungen. Dann, falls ihr das Video von mir noch nicht gesehen habt, die Blockbit-Bitpanda-Kooperation ist zurück. Alle VIP 5 und alle VIP 4 sollten bereits eine E-Mail mit ihrem Rabattcode erhalten haben. Und für alle anderen Bitpanda-User gibt es 25% Rabatt auf alle Blockbit-Lizenzen, aber nur vom 21. bis zum 28. Mai. Zusätzlich gibt es nicht nur einen Rabatt, sondern man hat auch die Chance, 1000 Euro im Best zu gewinnen. Also drei Leute werden dann random gezogen von den Leuten, die sich eine Lizenz in diesem Zeitraum geholt haben. Am 27.05. findet dann auch wieder ein Webinar statt um 20 Uhr, wo der CEO Florian Wimmer alle eure Fragen beantwortet. Ob es jetzt um Staking geht oder um den automatischen Cashabzug in Österreich bei Bitpanda und vieles mehr, das wird er alles in diesem Webinar behandeln. Wer da Interesse hat, kann sich da kostenlos anmelden. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Dann auch ein sehenswertes Video ist das Video zum Dubai Fintech Summit. Da sieht man so ein bisschen den Bitpanda Standort, wie sie das Ganze präsentiert haben, wie der Erik auf der Bühne spricht, wie sie so mit den Kunden agieren. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus, dass dort auch extrem viel los war auch. Das sieht man im Hintergrund immer, wie viele Menschen da unterwegs sind, interessierte Investoren. Also ich bin echt gespannt, welche Projekte dort dann onboarden werden. Hier sieht man den Erik so ein bisschen auf der Bühne. Das ganze Video verlinke ich euch aber auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das komplett anschauen mit Ton, weil ich werde einfach auf YouTube Copyright gestrikt, wenn ich da den Ton reinspiele. Aber ich wollte nur, dass ihr so ein paar Bilder davon gesehen habt. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Letzte Woche haben wir noch gerätselt, was das neue Sportsponsoring wird. Und jetzt wissen wir es, es ist Tennis. Nämlich Stanislav Wawrinka wird vom Bitpanda gesponsert. Ich kenne mich jetzt im Tennis jetzt nicht so gut aus, deswegen kann ich es nicht so perfekt einschätzen. Da müssten wir den Werner fragen, der ist da ein Profi im Tennis. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt in immer mehr Sportarten vertreten sind. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Jetzt kommen wir zu erschreckenden Zahlen, nämlich der Bitpanda Website Traffic. Und da sehen wir was, ja, die Franzosen, die holen auf, ja, mehr Website-Traffic aus Frankreich als aus Österreich. Was ist da los, Burschen? Ja, was ist da los? Das geht ja so nicht, ja. Also, ja, wir müssen da ein bisschen Gas geben, Leute, ein bisschen Werbung machen für Bitpanda in Österreich, da geht noch mehr. Spaß beiseite, ich finde es super, dass die Expansion in Frankreich so gut vorangeht. Ich bin auch gespannt, was das dann für eine Auswirkung haben wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ob wir dann von dort auf einmal auch extrem viele Website-Aufrufe sehen. Abonniert auf jeden Fall den inoffiziellen Best-Kanal, denn der wird euch drüber am Laufenden halten. Und heute am Abend gibt es dann auch schon den Post zum zweiten Tag des Bitpanda Community Events mit dem DJ-Lineup und die Anmeldung für die Leute, die jetzt noch auf der Warteliste waren. Ihr könnt euch dann noch einen Platz sichern. Bitte, wenn ihr daran teilnehmen wollt, registriert euch dann so schnell wie möglich. Alle Leute, die sich jetzt schon fürs normale Event angemeldet haben und bestätigt haben, die haben sowieso den Platz für den zweiten Tag. Alle Infos dazu teile ich heute am Abend aber auch nochmal auf Twitter. Wir sehen, der Panda gibt momentan richtig Gas. Wieder einige Coins dazugekommen, die man jetzt auf Bitpanda einzahlen kann.
sind jetzt nicht neu gelistet worden, aber voll integriert. Gut, dafür hat sich die Woche nicht viel bei den neuen Coins getan, da ist jetzt nicht viel dazugekommen. Bread und Luxo, die beiden Spotlights sind jetzt handelbar, aber das war es jetzt auch schon, denn Bouncebit, glaube ich, war letzte Woche schon ersichtlich. Das waren jetzt schon alle News, jetzt springen wir noch schnell in die Charts. So, wir starten wie immer mit BTC USDT auf dem Ein-Tages-Chart. Was ist jetzt passiert? Eigentlich genau das, was wir erwartet haben. Wir haben hier diesen schönen Move nach oben gesehen. Ich habe eigentlich nur damit gerechnet, dass wir zwischen den 68.000 und den 70.000 landen, sind sogar ein bisschen drüber hinausgeschossen. Die Frage ist, was passiert jetzt? Jetzt nach dem Pump kommt die Korrektur. Wie tief geht es runter? Ich denke mal hier in zum Richtung 99-Tage-Moving-Average. Bis dahin hat das so das Potenzial nochmal runter zu korrigieren. Muss aber nicht sein. Ja? Es kann auch sein, dass jetzt auf einmal die Leute zum Kaufen anfangen. Im Moment haben wir noch ein bisschen mehr Verkaufsdruck, deswegen tendiere ich dazu, dass vielleicht noch ein bisschen weiter runterkommt. Hier zum 99-Tage-Moving-Average-Band. Wir aber dann hier wieder so einen guten Support finden und dann schön wieder ansteigen, wenn wieder genug Nachfrage da ist. Weil jetzt übers Wochenende erwarte ich mir jetzt nicht so viel Volumen. Kann aber auch immer täuschen. Vielleicht kauft jetzt der Retail Investor sozusagen jetzt gerade den Dip. Aber momentan schaue ich da gar nicht so auf den Retail Investor, sondern mehr auf die ETFs, was da passiert. Das ist auch wichtig im Auge zu behalten. Wenn Montag wieder Volumen dort reinkommt und wir wieder Inflows sehen, ist das ein gutes Zeichen. Wenn das abnimmt, ist es eher ein schlechtes Zeichen. Dann wurde jetzt auch noch der Ethereum ETF genehmigt. Das für mich riecht das so nach Alt-Season. Als würde es jetzt da bald losgehen und da tut sich ja der Bitcoin immer ein bisschen schwer, verliert an Dominanz. Das heißt, vielleicht ziehen wir auch noch ein bisschen seitwärts eine Zeit lang, bevor wir dann dieses Level hier einmal mit Schmackes brechen. Das Bullische ist aber, viele Bitcoins sind nicht auf den Exchanges. Also es werden immer weniger Bitcoins, die auf den Exchanges liegen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass dann irgendwann mal der Supply-Shock kommt, der den Bitcoin dann in neue Höhen dann wieder treibt. Das wird dann richtig spannend werden. Bis dahin, glaube ich, wie gesagt, dauert es aber noch ein bisschen. Ich glaube, wir kommen sogar, wie gesagt, nochmal zu diesem 99-Tage-Moving-Average runter, wenn das Volumen so schlecht bleibt und der Verkaufsdruck weiter sich aufbaut, wie es jetzt momentan ist. Dann kann ich mir das gut vorstellen, dass wir hier nochmal runterkommen. Also hier ungefähr bei den 64.000 erwarte ich mir dann mehr Support. So viel zum Bitcoin, jetzt springen wir zum Best. Wie sieht es da aus? Da hatten wir letzte Woche noch den Kampf um die 50 Cent sozusagen. Den haben wir jetzt bewältigt. Wir können jetzt die Linie jetzt auch schon als Supportzone markieren. So, wir haben das erste Ziel erreicht. Die 55 Cent haben wir überschritten. Wir haben so einen kleinen Mini-Retest hier gesehen. Hat gehalten und dann ist weiter gestiegen. Jetzt ist die Frage, sehen wir nochmal einen Retest auf das 55 Cent Level oder springen jetzt immer mehr Leute drauf auf und kaufen wir jetzt noch Best ein, um ihr bestimmtes Level zu bekommen oder ihre Wunschmenge am Best. Was ein gutes Zeichen ist, jetzt werden die Limit Orders freigeschaltet schon langsam für die ganzen User. Das heißt, es werden sicher ein paar Leute Limit Orders setzen. Vielleicht sogar hier in diesem 50 Cent Bereich, vielleicht sogar auch im 55 Cent Bereich. Das heißt, vielleicht wird der nächste Verkaufsdruck dann auch wirklich schon richtig gut gehalten von den ganzen Limit Orders, die gesetzt worden sind. Ich bin gespannt, ob wir dann auch noch eine Oberfläche bekommen, wo wir dann das ganze Volumen sehen, die Orderbücher, wie viele Orders da jetzt drin liegen etc. Weil das wird auch viel zur Transparenz beitragen auf der Bitpanda-Plattform. Aber wir sehen die ganzen Entwicklungen, treiben den Best auch momentan an, geben ihm ein bisschen Rückhalt. Man sieht, Bitpanda tut was, expandiert weiter, wächst in Frankreich. Sie gehen bald auch außerhalb Europas an den Start in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da steckt natürlich auch viel Potenzial drinnen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das spiegelt sich alles noch gar nicht so richtig wider. Auch die Geschäftszahlen von 2024 sollen ja wieder Rekordzahlen werden. Und ob das Volumen wirklich so gut war in diesem Monat, sehen wir dann beim Best Burn, wenn wieder ordentlich viel verbrannt wird. Können wir endlich die 10 Millionen Best knacken? Na gut, wenn der Preis jetzt gestiegen ist, wird es schwieriger. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir eine ordentliche Menge verbrennen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, am Donnerstag, dem 30. ist es wieder soweit. Also zurück zum Chart. Womit rechne ich jetzt für die kommende Woche? Vielleicht sehen wir in der kommenden Woche noch ein bisschen Steigerung oder am Montag auch schon ein paar Leute, die ihre Rewards rüberswappen. Das passiert ja immer wieder mal. Und dann kommen wir vielleicht nochmal aufs 55 Cent Level runter. Da jetzt aber für die VIP 5 die Limit Orders schon aktiv sind, glaube ich, werden da schon ein paar Leute Limit Orders setzen. Schauen wir mal, wie die 55 Cent gehalten werden, ob wir da Support aufbauen können. Wenn wir da Support aufbauen können, ja, dann geht es weiter, Leute. Dann ziehen wir schon Richtung zu den 60 Cent und das kann dann richtig schnell gehen. Wie gesagt, wenn die Leute FOMO bekommen, dass sie was verpassen. Jetzt haben wir diese spannende Region überschritten,
wo es dann langsam richtig heiß wird. Aber nur so ein Gefühl. Ich bin schon gespannt, wo wir am Ende des Jahres mit dem Best stehen. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Jetzt springen wir noch schnell rüber zum Panthos. Jetzt zum Panthos. Wie sieht es da aus? Da haben wir jetzt einen Pump erlebt Richtung zu den 0,77. Aber wir sehen da oben auch Widerstand momentan noch. Ja. Ich habe das letzte Research Paper von Panthos mit dem ganzen Polygon-Team geteilt. Vielleicht kaufen die jetzt gerade im Moment ein und pushen das Ganze ein bisschen hoch. Wenn das der Fall wäre, dann würde es aber noch ein bisschen höher gehen. Ich rechne jetzt aber nicht damit, dass wir es jetzt beim ersten Mal gleich brechen. Ich glaube eigentlich, dass wir wieder so drei Anläufe brauchen. Also erster Anlauf, zweiter Anlauf, wir kommen wieder ein bisschen runter. Ein paar Leute swappen von Panthos in Best rüber, weil Best wieder gut performt. Das haben wir in der Vergangenheit oft gesehen, dass das dann passiert ist. Aber natürlich, wenn Ethereum steigt, ist das für Panthos natürlich auch positiv. Das heißt, das kann uns vielleicht da auch noch ein bisschen höher treiben. Wie gesagt, wir sehen, wir brechen das Level hier jetzt im Moment nicht. Wir sehen hier schon den Widerstand, ja. Aber vielleicht in der kommenden Woche, wenn Ethereum dann anfängt, langsam Gas zu geben, vielleicht brechen wir dann drüber im dritten Anlauf. Wäre auf jeden Fall schön für den Panthos, weil dann wäre das Szenario von der Todeszone endlich ganz vom Tisch, wenn wir endlich wieder über das Level brechen, hier oben Support aufbauen und dann langsam wieder den Kurs Richtung zu den 10 Cent aufnehmen. Also was erwarte ich mir für die kommende Woche? Ich glaube, wir werden noch ein bisschen brauchen, bis wir dieses Level hier brechen. Aber wie gesagt, wenn ETH wieder über die 4000 Dollar geht, wir wieder ein bullisches Signal für die Altcoins haben sozusagen, dann glaube ich, werden viele Altcoins langsam nachziehen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir dann mit Panthos dieses Level brechen. Vielleicht erleben wir in der Woche auch gleich den Retest auf das 7,7er Level und ziehen dann von da aus weiter. Müssen wir mal abwarten. Aber ich bin auf jeden Fall bullish, was die Altcoins angeht. Riecht nach Altcoin-Season, aber nur so ein Gefühl von meiner Seite. Deswegen habe ich es auch auf Twitter gepostet. Ob es so kommen wird, das sehen wir jetzt in den kommenden Wochen. Das war es jetzt auch schon wieder von diesem Bitpanda Portfolio Update. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt ein nettes Kommentar. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.